Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und der heutige Zoo, der kommt von Wild Hunter. Und dieser schreibt, Hallo Dundee, ich überreiche hiermit dir diesen Zoo namens Wild Park. Dieser Zoo ist leider nicht ganz fertig und deswegen sage ich dir, was noch kommt. Ein Asia-Bereich, die Fertigstellung des India-Bereichs, Schilder und ein Jurassic Park / World-Bereich. Wenn man sehen will, wie ich manches baue, schaut bei meinem Kanal vorbei. Ich hoffe, das ist erlaubt, steht in Klammern dahinter. Mit vielen Grüßen, Wild Hunter. Das ist in Ordnung, also wenn ihr da ein bisschen Werbung macht, das finde ich gar nicht schlimm. Also guckt bei Wild Hunter vorbei, wenn ihr irgendwas cool findet und das mal sehen wollt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Kanal ist, müsst ihr dann mal bei YouTube eingeben. Da ist leider kein Link dabei, den ich in die Videobeschreibung packen könnte. Allerdings hat er das Ganze am 1.3. eingesendet, also vor gut 3 Monaten. Und was er davon geschrieben hat, was ja noch kommen soll, ist leider nicht mehr dazugekommen. Also er hat kein Update mehr eingereicht. Ich habe mich besonders auf den Jurassic Park World Bereich gefreut, muss ich sagen. Das klingt sehr interessant. Allerdings hat er anscheinend nicht weitergebaut. Aber wir besichtigen jetzt mal deine jetzige Version von deinem Wild Park. Und ich bin trotzdem sehr gespannt. Und da sind wir auch schon im Zoo von Wild Hunter angekommen. Wenn ihr einen Zoo einschickt, Leute, achtet bitte darauf, dass der noch einigermaßen gute FPS hat und spielbar ist. Weil hier war der Fall wieder, dass ich nur 12 FPS hatte. Und das Problem war einfach, dass wieder viel zu viele Tiere in dem Zoo vorhanden waren. Also es war wieder richtig Massentierhaltung. Es waren, glaube ich, über 300 Schildkröten im Gehege und. Das heißt, ich musste gerade erstmal einige Tiere entfernen. Wenn ihr baut, dann macht am besten hier bei den Tiereinstellungen einmal diese Option aus. Altern und Geburt von Tieren deaktivieren. Weil ansonsten vermehren die sich und vermehren die sich. Und irgendwann sind alle FPS weg, weil einfach zu viele Tiere im Zoo sind. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, bei den Schildkröten habe ich ganz viele Tiere entfernt, bei den Flamingos und bei den Pfauen. Bei den anderen Gegenden bin ich jetzt noch nicht beigegangen. Aber das heißt auch, dass ich schon ein bisschen was von oben gesehen habe vom Zoo. Aber ich denke, das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn ihr einen Zoo in Zukunft einschickt, denkt da bitte dran, damit ich den auch vernünftig spielen kann. Weil so eine Sache ist natürlich schnell erledigt. Und es ist immer schade, wenn ich das dann machen muss. Weil das könnt natürlich ihr auch eben schnell machen, dass ihr eben auf eure Tiere achtet. Vor allem ist es auch ein Negativpunkt, wenn ich einen Zoo besuche und dann Massentierhaltung im Gehege stattfindet. Ne? Ist halt nicht so schön anzusehen. Aber ist jetzt auch egal. Also für die Zukunft wisst ihr Bescheid. Wir besichtigen jetzt aber den... Wie hieß er noch? Wild Adventure? Ne, Wild Park. So war es, genau. Wild Park von Wild Hunter. Oh, guck mal hier. Schon mal schöne Deko. Schönes Glasdach. Die Musik ist, glaube ich, vom Spiel. Die ist, glaube ich, nicht vom Zoo. Aber plätscherndes Wasser, das ist schon mal nice. Das liebe ich ja im Eingangsbereich. Auch eine coole Idee, dass das hier im Wasser so oder an den Glasscheiben so runter plätschert. Sieht aber ein bisschen unrealistisch hier aus. Es spawnt hier einfach so aus dem Nichts, das Wasser. Also ich glaube, da hättest du dir schon noch irgendwie was überlegen müssen, wo das Wasser rauskommt. Damit das hier runter plätschern kann. Hier oben geht das, wo das Dach vor ist, weil da sieht man das ja nicht wirklich. Aber hier hättest du dir was überlegen müssen, wo einfach Glas ist. Aber trotzdem coole Idee, bei dem Glas so ein bisschen Wasser hinzubauen. Finde ich cool. Wild Park. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal, was steht hier. Sie könnten jetzt in Jurassic World sein und trotzdem sind sie in einem Zoo. Warum? Weil Zoos cool sind. Wow. Und siezen braucht ihr mich nicht, Leute. So alt bin ich auch noch nicht, hoffe ich. So, hier gibt's Tickets wahrscheinlich dann zu kaufen, gehe ich mal von aus. Irgendwie Sinn. Beziehungsweise vielleicht sind es auch einfach Infostände. Hm. Ist auch egal. Nochmal so eine kleine Ecke. Hier hätte man auch Bänke hinmachen können, meiner Meinung nach. Weil es ist ein bisschen ein ungenutzter Platz. Aber ansonsten ziemlich schick. Oh, hier, die Äste sind ein bisschen niedrig. Da müsst ihr auch immer drauf achten, ne? Weil wenn du die so ins Gesicht kriegst, ist echt nicht schön. Gerade bei so einem Nadelbaum. Dann, das kann ganz schön wehtun. Und auch mal ins Auge gehen. So, und hier haben wir schon den schlimmsten Übeltäter direkt, das Schildkrötengehege. Hier waren über 200 Aldabra-Schildkröten drin. Ziemlich heftig. Jetzt sind nur noch ganz, ganz wenige drin. Ich habe jetzt wieder ein paar einfach reingepackt. So 5, 6, 7 Stück oder so. Sollte eigentlich reichen. Passt schon. Besser als 200, 300. So, ich mag natürlich hier diese Standardbarrieren erstmal nicht so gerne, ne? Habe ich ja schon oft gesagt. Das ist jetzt einfach umzäunt, das Gehege mit Standardbarrieren. Aber du hast ganz schöne Höhenunterschiede drin, Felsen, mit den Pflanzen ganz schön gearbeitet, ein kleines Gewässer. Sieht ganz süß aus.
Ist ganz ordentlich für so ein erstes Gehege. Halt, wie gesagt, nur die Barrieren finde ich nicht so schön. Und auch durch diese Glasdinger zu gucken, ist auch nicht immer ganz so schön. Finde ich immer schöner, gerade bei Schildkröten, wenn man da direkt drauf gucken kann, weil die so klein sind. Ah, das habe ich schon vermisst. Toiletten. Hier gibt es Toiletten. Hinten ist auch nochmal so eine... Ich nehme mal eine Essecke. Das sieht cool aus hier. Schöner, moderner Baustil von dem Gebäude. Ich höre schon die Glocken läuten. Irgendwas ist ausgebüxt. Was haben wir denn hier? Wie heißen die denn nochmal? Lange kein Planet Zoo mehr gespielt. Bongos waren das, okay. Hier ist auch schon wieder ein bisschen die Massentierhaltung am Start, ne? Für das kleine Gehege sind hier ein bisschen viele drin. Wenn ihr mal so guckt. Corona-Party. Aber hier hast du das ganz gut gemacht mit Felsen im Hintergrund. Das ist ganz cool. Auch wieder Höhenunterschiede. Hier ist es ein bisschen sehr kantig. Bei solchen scharfen Kanten, die entstehen immer, wenn man direkt an Wegen das absenken möchte. Da müsst ihr immer mit Felsen arbeiten am besten. Sieht schöner aus, als wenn das so scharfkantiges Terrain ist. Aber auch sonst wieder hier mit den normalen Barrieren viel gearbeitet. Also das finde ich viel schöner hier, wenn man mit Felsen das im Hintergrund macht. Aber die Bepflanzung ist ganz gut. So, hier haben wir wieder eine große Backsteinmauer. Bin ich ja eh kein Fan von, wisst ihr. Haben wir hier. Oh, das sieht aber sehr eng aus für ein Zoo. Hier mit diesen Lampen in der Mitte. Da hättest du den Weg ein bisschen breiter machen müssen. Aber das wäre ziemliches Gedrängel. Hier sind nochmal Toiletten. Das ist natürlich auch nicht so elegant, ne? Die Leute laufen dann hier so durch, weil hier der Weg lang geht. Also ist auch nicht ganz perfekt gelöst. Ich hätte, glaube ich, auch hier ein bisschen mehr ohne diesen Bordstein gearbeitet. Und dann selber da was hingebaut. Blumen oder sowas hier in diesem Zwischenbereich. Das hätte, glaube ich, ganz cool ausgesehen. Ich werde mich auch verlaufen, weil es gibt, glaube ich, keine Wegbeschilderung. Hier sind nochmal Läden. Auch hier wieder die Äste, so ein bisschen niedrig. Ich mag das ja gerne, wenn diese Blätter und Äste über den Weg hinausragen. Das ist immer ganz cool, so wie hier. Allerdings, wenn die zu niedrig sind, ist doof. Das gefällt mir nicht. Oh, hier kann man nochmal durchgucken. Sowas finde ich immer cool, wenn man nochmal so durch eine Ecke lukern kann, wo man denkt, man stört die Tiere nicht, weil man halt wirklich nur durch so ein kleines Geäst oder so schaut. Das ist ziemlich cool. Hier ist das sehr gut gemacht mit den Ästen. Das meine ich. Das mag ich immer echt gerne, wenn das so über die Wege ragt. Das ist immer sehr atmosphärisch. Was haben wir hier? Das ist dünn. Irgendwie. Also diese Düsen hier sind wieder ein bisschen random, muss ich sagen. Das hier ist ganz cool hier, das Ding hier drin. Aber diese beiden Düsen hier außen finde ich ein bisschen zu random. Ich glaube, die hätte ich weggelassen. Das soll wahrscheinlich einfach irgendwie so ein Wasserspiel oder so sein. Coole Idee. Aber diese beiden Düsen, ja, nee. Hätte man, glaube ich, schöner machen können. Hallo, Hax. Ich hab nicht getrunken, nur Wodka. Okay. Meinst du den Dodo oder was? So. Ja, hier haben wir wieder das gleiche Problem mit den Barrieren. Und auch hier ist es wieder sehr scharfkantig geworden vom Terrain. Also da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen Felsarbeit, genau wie hier. Ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Oh, cooler Eingang hier in den Unterstand. Das sieht nice aus. Hier mit dem Holz, dann dem Stein und diesem dunklen Holz nochmal. Diese Geräusche. Die machen so fiese Geräusche, die Viecher. Aber das sieht auch cool aus. Also da hätte sich ruhig noch ein bisschen mehr austoben können. Oh, wie süß. Ach, jetzt schmeißt er das weg. Ach, sind die laut. Holy shit. Sieht noch sehr kahl aus, das Gehege. Also da kann man auf jeden Fall noch mehr gestalten. Das ist zwar schon schön mit Höhenunterschieden angefangen, aber da fehlt dann noch so die finale Ausschmückung. So, das sind Mitarbeitergebäude, die kann man natürlich auch ein bisschen besser verstecken. Ich mag auch diese Mitarbeiterwege nicht so gern mittlerweile. Ich habe es auch jetzt schon oft gesehen, dass ihr die auch überbaut und so mit anderen Wegen. Kann ich auch verstehen, warum ihr das macht. Also ich kann die auch nicht mehr sehen. Aber bei mir ist es allgemein so, ich habe schon so viele Zoos besucht. Diese ganzen Standardsachen, die mag ich irgendwie nicht mehr so gern. Das ist genauso wie diese Standardwege mit Geländern, die finde ich auch nicht so toll. Immer schöner, wenn man selber was baut. Oh, hier gibt es sogar ein paar Schilder. Spielplatz, da gehen wir hin. Das klingt nach Spaß. So. Hier haben wir so ein paar Läden. Ich glaube, das sind fertige Läden von Planet Zoo direkt. So, kleiner süßer Platz. Hier sind nochmal ein paar Vivarien. Ich glaube, das sind auch fertige Vivariengebäude, die es so gibt. Neue Welt. Dürfte der Stil sein. Ansonsten sehen die sehr schön aus, wenn die selbst gebaut sein sollten. Der Spielplatz ist ja süß. Das finde ich cool, dass du das hier so mit Baumstämmen abgedingst hast. Ich weiß nicht, ob hier Sand nicht sogar besser gewesen wäre. Macht irgendwie mehr Sinn, oder? Auf dem Spielplatz als dieses Mulch, Rindenmulch oder was das ist.
Aber der Boden geht auch noch klar. Aber ich hätte Sand, glaube ich, noch schöner gefunden. Hier im Sandkasten hast du Sand. Voll süß. Ich glaube, den habe ich aber schon mal gesehen, diese Sachen. Kann gut sein, dass es aus dem Workshop ist. Auch so ein klassisches Workshop-Element. Aber cool. Ich mag Spielplätze. Kann man die Tiere abgeben, wollte ich gerade sagen. Die Kinder abgeben. Und dann hat man seine Ruhe. Oh, da geht's nach Europa. Das sieht ja toll aus. Afrika, Europa. Wir gehen erstmal nach Europa. Gerade mehr Lust zu. Afrika habe ich schon so oft gesehen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Gibt es so viele Europa-Tiere in dem Spiel? Weiß es gar nicht. Sieht aber sehr cool aus hier. Der Eingangsbereich auch mit dem Nebel. Das gefällt mir. Hier wieder schöne Deko, ist auch beleuchtet. Nachher unbedingt dran denken, bei Nacht das Ganze mal anzuschauen. Ja, hier sind natürlich wieder die Standardbarrieren. Jetzt in begehbares Gehege. Ah, jetzt sind wir im Problemgehege. Ja, das ist natürlich sehr flach, das Gehege. Also da kann man sich noch mehr austoben. Und das hier sieht sehr copy-pasted aus. Also es geht schon mal in eine richtige Richtung. Mit den Felsen ist auf jeden Fall besser als so eine normale Standardbarriere. Aber sieht halt sehr copy-paste aus von den Felsen her, weil man sieht immer, dass du den gleichen verwendet hast. Am besten immer ein bisschen mehr drehen und rotieren. Dann sieht das meist ein bisschen besser aus. Ist, glaube ich, auch ein fertiger Unterstand. Oh, hier werden die Leute gebadet. Sie wollen oder nicht. Wobei, man kann auch abkürzen. Ich kürze ab. Ich will nicht nass werden. Ey, waren auch richtig viele Flamingos und so drin. Habe jetzt einige entfernt. Einfach aus FPS-Gründen. Stellt euch einfach vor, dass hier 200 Vögel drin sind. Dann kommt das von der Größe auch hin. Das hier sieht wieder sehr schön aus. Also hier, so hättest du es weitermachen müssen mit der Felsarbeit. Das wäre cool gewesen. Wieder nass werden? Nö. Auch coole Idee sowas hier. Also das ist allgemein cool, dass du den Weg hier so entlang schlängelst. Finde ich nice. Aber ein bisschen mehr davon. Wobei für die Leute, die faul sind, hättest du vielleicht auch noch eine Abkürzung machen können. Weiß aber nicht, wie man das hätte machen können. Vielleicht so mit so einem, also hier den Weg lang bauen und dann da irgendwie Holz oder so drüber. Das hätte, glaube ich, ganz schön dann ausgesehen. Wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen, so eine Abkürzung. Aber ist nur so eine Idee von mir. Ist jetzt nicht wichtig. Das finde ich hier cool, dass das in dieser Rundung drin ist. Wir gehen weiter. Bis jetzt kann man sich noch nicht wirklich verlaufen. Ist das der erste Wasserfall? Nee, ne? Doch, ich glaube, der erste richtige Wasserfall. Plätscherndes Wasser haben wir schon öfter gesehen, aber ist, glaube ich, der erste Wasserfall. Sieht ganz gut aus. Ja, das ist schön. Gefällt mir. Gut, der Ursprung ist nicht ganz perfekt hier mit der Düse. Die sieht man leider, aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Oh, was ist das denn hier? Die Uhr hättest du vielleicht auch noch ein bisschen runter platzieren können oder das Ding hier hoch, weil irgendwie ist sie so halb verdeckt. War eigentlich eine ganz coole Idee, hier so eine Uhr draus zu bauen. Ich glaube, ich hätte das Ding hier noch ein bisschen höher gemacht, damit man die Uhr auch ganz sieht. Was ist das denn hier mit diesen... Einfach zum Unterstellen, wenn es regnet oder was? Wahrscheinlich. Okay. Dein Wegenetz ist aber sehr entspannt. I, Ausweis... Oder Leben, ach nee, das war anders. Was? Hi, Ausweis oder Leben, ach nee, das war anders. Sehe ich nicht. Aber ich bin zu doof für die Insider hier in deinem Zoo. Nächstes Gehege. Ein Schneegehege mit Wölfen. Oh, Wolfsbabys. Schöner Flusslauf hier lang. Die Baumwall ist auch sehr gut. Schön hier mit den Klippen im Wasser, das gefällt mir sehr gut. Hättest du aber ruhig noch ein paar mehr Klippen machen können. Die Höhle, da ist auch ganz cool. Aber die hätte man auch noch mehr ausschmücken können. Die sieht halt auch noch leider sehr unfertig aus. Habe ich ja schon oft gesagt, wenn man nur so Terrain macht, finde ich immer schwierig. Also man muss immer Terrain ein bisschen kombinieren, schön mit Felsen. Das hier finde ich sehr schön, den Durchgang. Oh, das ist... Sowas mag ich allgemein gern. Vielleicht hättest du hier sogar noch so Efeu oder so rüber machen können. Das habe ich jetzt schon häufiger gesehen. Das gefällt mir immer echt gut, wenn hier noch so Bepflanzung über den Gittern ist. Mittag. Hey, Omaschu. Aber Musik ist auch gar nicht hier platziert worden, oder? Oder diese Atmosphären-Sounds. Ich glaube, die einzige Musik, die ich gerade die ganze Zeit höre, ist die aus dem Spiel. Höre ich auch nur so ganz leicht. Ja, das ist echt cool so. Ich mag diese Bögen. Und die armen Bäume. Können die nicht mehr weiter wachsen? Oh, eine schöne Toilette. Toller Baustil hier. Cool. Können wir dann nochmal auf Klo gehen? Gut, das hätte ich noch ein bisschen mehr versteckt. Habe ich ja schon öfter gesagt, dass ich dieses... Gebäude nicht so gern mag. Sind das Lichtschalter? Klick. Oh. Ups. Das wollte ich nicht. Hier sind immer ein paar Vivarien. Ja, die Vivarientiere lasse ich außen vor. Na, wisst ihr ja schon.
schon so häufig gesehen. Tapire. Ja, leider sind wirklich die Gehege mal nur so aneinandergereiht mit Barrieren. Bisschen schade. Auch wieder ein sehr flaches Gehege. Also hier fehlt mir noch wieder ein bisschen was. Allgemein ist der ganze Zoo bis jetzt ziemlich flach, ne? Ist immer schwierig. Also ich finde, wenn man so einen sehr flachen Zoo baut, dann muss man das schon wirklich sehr gut ausgestalten und schmücken, damit einem das nicht auffällt negativ. Aber bis jetzt ist alles sehr ebenerdig. Zum Bauen her ist ebenerdig natürlich sehr, sehr einfach. Aber es sieht halt nicht so schön aus. Oh, die kann man einfärben? Das wusste ich halt auch nicht. Weiß so vieles nicht, ne? Weil ich selber nie baue. Aber cool, dass man die einfärben kann. Sehr coole Idee übrigens hier mit dem Unterstand, dass die hier so reingehen können. Der sieht auch cool aus. Könnte aber auch wieder so ein fertiger sein. Oh, hier hast du mal was Eigenes gebaut. Auch wenn ich solche hohen Wände nicht mag, das sieht auf jeden Fall schon schöner und interessanter aus als diese Standardbarrieren. Einfach weil ich mich da satt gesehen habe. So, hier ist das nächste. Wieder mit sehr hohen Barrieren leider. Da hast du eine Burg gebaut. Iga. Interessanter Wasserbereich. Direkt hier vorne, finde ich ganz cool. Hier mit so Schneefelsen. Wenn man in die Burg rein. Sind auch so ein paar Höhenunterschiede drin, das ist ganz gut. Hier geht's hinein. Das ist interessant. Das ist ganz cool. Aber ich glaube, die Leute können die gar nicht wirklich sehen, die Tiger, wenn die hier drin sind. Vielleicht hättest du hier oben nochmal irgendwie, vielleicht kommt das auch noch, dass hier die Leute hin können oder so, damit sie die auch nochmal beobachten können. Das wäre ganz nice. Aber es ist eine coole Idee, die Türme jetzt auch noch ein bisschen ausschmücken können. Vielleicht hier noch so Zinnen oben drauf oder sowas. Sieht noch ein bisschen unfertig aus. Aber der Ansatz ist schon sehr gut. Ja, du hast ja auch noch viel geplant, ne? Ist ja wahrscheinlich zum Weiterbauen einfach nicht mehr gekommen. Jetzt muss ich mich entscheiden. Wir gehen über die Brücke. Gut, der Fluss sieht auch noch sehr kahl aus. Also hier fehlt noch einiges an Bepflanzung und Felsen und so, um das auszuschmücken. Das Wasser, der Wasserverlauf ist auch noch nicht so gut. Da musst du noch hier diese Stromschnellen einbauen, damit das Wasser auch fließt. Damit das ein bisschen realistischer aussieht. So, nächstes Gehege. Das sieht schon mal sehr gut verwuchert aus. Das gefällt mir. Das heißt, von dieser Seite kann man nicht alles sehen. Da muss man nochmal drum herum gehen, um noch mehr zu Gesicht zu bekommen. Vier Tiere sind nicht überhaupt drin. Ach, ich werde angefallen. Taiwanischer Schwarzbär, okay. Wir gehen mal hier entlang. Ach, hier kann man gar nicht mehr gucken. Okay. Ach, hier kann man nochmal durchgucken. Hier hätte ich aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr eingebaut zum Durchschauen. Ah, hier ist so ein unterirdischer Gang. Oh, ein bisschen flach. Ich fühle mich ein bisschen eingeengt. Jetzt vielleicht auch noch Schlafplätze hinmachen können für die Tiere. Und ich glaube, ich hätte das Glas noch ganz bis oben gezogen, als hier noch ein Luftloch zu lassen. Hätte ich, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden. Und vielleicht in so eine Holzsäule. Das wäre ganz nice gewesen. Ansonsten sieht das schon... Ist eine coole Idee. Hier ist wieder so ein kleiner Essenstrakt, wo man was essen kann und trinken kann. Info. Ja. Und dann geht es hier wieder zurück. Ja, hier ist leider auch noch sehr unfertig. Schade, dass du kein Update mehr eingereicht hast. Ich habe mich sehr über einen Jurassic World bzw. Parkbereich gefreut. Oh, hier. Zack, Auge ausgestochen. Ja, hier sieht es leider auch noch sehr unfertig aus. Hier hat noch sehr viel Gestaltung. Hier, das Gebäude hatten wir schon gesehen. Wo geht's denn hier hinein? Oh, hier flackert es ein bisschen. Ansonsten coole Idee. Scheint so ein Dom zu sein. Willkommen. Finde ich doch gut. Oh, der sieht aber interessant aus vom Dach. Diesen weißen Säulen. Das ist cool. Das sind Uran-Utans. Auch wieder mit so einem kleinen Gewässer. Wasserball wird direkt zu mir gespielt. Soll ich jetzt zurücktreten? Ah, sehr schön. Coole Idee. Hier ist dann nochmal so ein kleines süßes Gehege. Hast du auch selber gebaut hier? Oder kann man auch außen rum gehen, sehe ich gerade. Ja, dann gehen wir mal außen rum. Gucken wir mal von außen. Guck mal, es sieht halt schon viel cooler aus, wenn man selber so eine Barriere baut, ne? Dann finde ich das auch gar nicht so schlimm mit einer hohen Mauer. Finde ich dann nämlich wieder interessant. Finde ich nice. Coole Idee. Leider sieht man die Tiere gerade nicht so gut. Sehr interessantes Gehege.
einfach rein. Cool. Gefällt mir. So, weiter geht's zurück. Zack, wieder Auge ausgestochen. Nochmal. Wir gehen ohne Augen zurück. Dann verklagen wir dich auf Millionen. So läuft das hier. So, wo geht's denn jetzt hier hin? Haben wir hier schon? Sind wir jetzt einen Rundweg gelaufen? Hallo, Ikbims Abdul, Ausweis biete. Aha. Ist wieder diese Uhr. Ach, jetzt sind wir wieder am Eingang. Ah, ich verstehe. Und wie kommen wir jetzt wieder nach Afrika? Ausgang Europäer. Oh, wenn das Miri sieht. Oh, oh. Das Miri sieht. Oh, da hatte ich einen Lag. Sorry. Das ist der Eingang, ne? Hä? Okay, das ist natürlich jetzt... Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Muss ich mal eben das Wegenetz verstehen. Nee, es gibt hier nicht viele aus. Also hier bin ich gerade rausgekommen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier rumgehen. Nochmal bei den Schildkröten vorbei und wieder hier rein. Das ist natürlich nicht so... Vor allem ist das dann mega der Hauptweg und dann ist der so schmal. Eieiei, das ist natürlich dann nicht so gut. Ah, es geht aber, okay. Das heißt, man müsste hier dann nochmal vorbeilaufen und dann kann man nach Afrika. Wäre aber schöner gewesen, wäre der Ausgang von Europa hier wieder geendet. Also das wäre besser gewesen. Dann hätte man nämlich so einen richtigen Rundgang gehabt. Aber das ist wieder sehr cool. Hier geht's nach Afrika. Bisschen schmal wieder und mit diesen Säulen in der Mitte sowieso. Sowas ist eh immer schwierig mit den Säulen, weil die Leute halt da durchlaufen, weil die das halt ignorieren. Muss man immer ein bisschen anders lösen. Weg breiter bauen und hier so wirklich ein Stück freilassen, dann kann man das machen. Die Leute da nicht hinlaufen. So. Werft Geld in die Box oder in den Brunnen. Hat den gleichen Effekt. Wow. Glücksbrunnen. Ach, das ist cool. Das ist eine nice Idee. Vielleicht kann man ja sogar wirklich diese Dinger so tief einbauen. Ich weiß nicht, ob diese Schilder gucken wahrscheinlich immer raus, ne? Aber das wäre cool, dass die Leute wirklich anfangen, Geld in den Glücksbrunnen zu werfen. So optisch gesehen. Hm, coole Idee. Vielleicht kann man das ja mal richtig umsetzen, dass man diese Boxen nicht mehr sieht. Oh, eine Hängematte. Schön dekoriert hier. Hier ist so viel deine Brunnen da kopiert. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Ja, ich rette euch da schon. Verlegen? Wohin? Ach, hier ist schon das Gehege. Ach du Scheiße. Okay, ist mir egal. Ignorieren wir. Wir haben nichts gesehen. Hier ist das Nilwaran-Gehege. Schwierig von der Ansicht, ne? Also wenn du hier vom Weg guckst, ja, man kann hier hingucken, aber man sieht sehr viel nicht. Das ist hier nicht so elegant gelöst, auch dass hier noch hohes Gras vor ist. Das nimmt auch nochmal so ein bisschen die Sicht. Das kann man, glaube ich, eleganter lösen. An sich ist das sehr cool, aber der Weg hätte ein bisschen näher rangemusst oder so. Wäre ganz nice gewesen. Aber ich glaube, das sieht cool aus hier. Ja, das ist eine coole Idee, dass hier überall Wasser runterplätschert. Aber das sieht man halt leider aus Besucherperspektive nicht. Aber das ist ganz schön. Ich glaube, hier hättest du dir sogar die Barriere oben sparen können, meiner Meinung nach. Hättest du einfach ein paar Klippen hinmachen können und dann hätte das viel schöner ausgesehen. Aber an sich eine sehr nice Idee. Habe ich so, glaube ich, auch noch nie gesehen, dass man hier über so kleine Wasserfälle macht. Da, wo es so runter geht. So. Essen, trinken. Extra kauen. War doch so, oder nicht, die Werbung? Da sieht leider auch noch ein bisschen kahl hier drin aus. Hier hätte man auch noch ein bisschen ausschmücken können. Vielleicht mit so ein paar Warteplätzen oder so für die Leute, die gerade nicht auf Toilette sind. Hier vielleicht noch irgendwie was vorbauen, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Hast du ja schon ganz gut eingebaut. Meine Güte, diese Geräusche. Wir müssen hier weg. Dreh ich gleich durch. Das hier ist ganz süß. Sowas baut man eigentlich immer, wenn hier zum Beispiel so in so Zwischenbereich von Wegen baut man immer sowas ein. So kleine Blumenbeete mit Felsen. Sieht immer ganz schön aus. So, hier sieht es auch noch sehr unfertig leider aus. Also hier fehlt allgemein noch so ein bisschen der Feinschliff in dem Zoo. Aber die Ideen sind schon sehr gut. Hier kann man auch runtergucken. Gehege. Oh, das ist ein Mischgehege. Ist auch wieder so ein bisschen Massentierhaltung mit den Straußen. Ganz viele Straußenbabys. Oder ist das ein Mischgehege oder sind das nur Straußen? Ne, sind nur Straußen bis jetzt. Das ist auch noch ein bisschen unfertig so. Also sind schon coole Deko-Elemente da. Boah, ich gehe mal hier raus. Ist ja schlimm, dass ich da immer so hochglitsche. Guck mal von unten.
Sind schon coole Deko-Elemente da. Das ist auch ganz cool, dass es hier so runter geht. Das finde ich nice. Hier sieht es auch schon sehr schön gestaltet aus. Aber so ein bisschen unfertig wirkt das noch. Ich glaube, das hat auch echt viel damit zu tun, dass du immer noch diese Barrieren verwendet hast und dann hier so freie Flächen hast. Dadurch wirkt das immer so ein bisschen unfertig. Kommt zumindest für mich so rüber. Aber ihr dürft das auch immer nie negativ sehen, weil mittlerweile sind die Ansprüche, was Zoos angeht, so hoch geworden. Also es ist halt... Keine Ahnung. Ich kritisiere halt mittlerweile so viel mehr Sachen. Aber seid da bitte nicht böse. Es sind nur Verbesserungsvorschläge. Der Zoo ist wirklich schön. Macht echt Spaß. Hier sind Elefanten. Auch wieder riesige Barrieren. Und sehr flach leider. Aber schön bepflanzt. Und Warzenschweine sind hier auch. Was ein Riesengehege. Bei solchen Gehegen, wenn die so groß sind und so flach, ist es meistens auch am besten, wenn du von oben auf die hinabschaust, auf das Gehege. Das wäre ein bisschen cooler noch. Wobei, so kann man auch eigentlich relativ gut sehen. Ich finde das cool, dass du es hier mit so Felsen so ein bisschen eingebaut hast. Hättest du hier dann noch selber was gebaut, so mit dem Glas? Das wäre nice gewesen. Und dann mit den Felsen hier unten? Das wäre richtig cool. Das Wegenetz hier ist natürlich auch nicht so elegant. Weil wenn du sowas machst, hier hätte ich dann dieses, was ich gerade gezeigt habe, gemacht. Mit den Felsen und dann hier Blumen rein. Dann hätte das schön ausgesehen. Aber so sieht es leider sehr unfertig aus. So, hier ging es auch noch rechts gerade, ne? Gehen wir erstmal hier lang. Jetzt wird echt das Wegenetz kompliziert. Ah, hier haben wir Galapagos-Schildkröte. Sehr süßes kleines Gehege, auch selber gebauter Zaun. Das finde ich cool. Hier mit Wasser. Dann direkt hier sehen, Unterstand an das Haus rangebaut. Auch sehr nice Idee. Oh, das sieht natürlich hier sehr kantig aus. Also die Idee ist gut. Mit diesen viereckigen Wasserbecken finde ich eigentlich ganz cool. Aber es sieht auch immer doof aus, wenn das Terrain so kantig wird. Passiert leider bei Planet Zoo manchmal. Ein Reptilienhaus. Sehr schön gestaltet, links und rechts. Gila Krustenechse. Okay, das ist natürlich hier nicht so smart gelöst von den Wegen her. Das hier hätte ich übrigens auch verdeckt, diesen Bordstein, auch so mit Blumen oder so. Oder den Bordstein komplett weggelassen und dann Blumen in die Lücke. Aber hier kannst du reingehen, Gila Krustenechse anschauen und musst wieder raus und dann hier hinten wieder rein. Natürlich auch nicht ganz so elegant gelöst. Gibt es dann irgendwie die Großschabe oder so, australische Großschabe. Ah, wie cool. Und auf dieser Seite sieht man dann den Komodo-Varan. Auch in Massentierhaltung, weil es geht noch. Das schlimmste Gehege war wirklich das Schildkrötengehege. Das habe ich aber ja, wie gesagt, entfernt für die FPS. Hier ist es wieder sehr schön mit der Bepflanzung. Nehmen wir African Wild Dogs. Wildhunde. Süße Tiere, sehr süße Tiere. Schön mit den Felsen hier kombiniert, die verschiedenen Felsfarben. Sieht nice aus. Auch die Pflanzenwahl dazu. Aber wieder ein sehr flaches Gehege. Ist ja bei so Afrika-Steppentieren auch normal. Aber es wird mir schon so ein bisschen zu sehr flach. Also hier fehlen mir so ein bisschen die Highlights. Zumindest im Hintergrund mal so ein geiler Berg oder so. Mit einer Höhle, wo die rein können oder sowas. Das würde schon, glaube ich, viel ausmachen. Gut, hier das Gras durch den Weg. Da muss mal wieder Unkraut gejätet werden. Guck mal, hier hast du das sogar gemacht. Gut ausgeschmückt. Aber den Bordstein hätte ich noch bedeckt. Ja, dieser Standardbordstein ist immer nicht ganz so schön. Aber das ist immer bei mir allgemein so. Diese ganzen Standardsachen, kein großer Fan von. Oh, das sieht wieder sehr gut aus hier. Coole Idee, hier oben nur Glas hinzumachen. Damit auch nur die Erwachsenen was sehen können. Nee, finde ich aber wirklich toll. Coole Idee für eine Barriere. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen gemein für die Kinder. Oh nein. Ah, wir sind wieder unten. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Gehen wir mal hinein. Ja, auch hier sehr schön bepflanzt. Wieder ein sehr flaches Gehege, aber trotzdem sehr gut bepflanzt und mit den Felsen gut gearbeitet. So ein kleiner Hügel. Jetzt hier vielleicht nochmal so ein bisschen, ach Mensch, hier nochmal so ein bisschen runter machen können oder so. Hier ist das auch mit Felsen kombiniert, so diesen Hügel. Das sieht schon besser aus. Aber gefällt mir, das Gehege ist nicht schlecht. Sehr gute Ansätze. Und das gefällt mir echt gut hier mit diesem Glas oben und unten, diesem Lehm. Eine nice Idee. Oh, hier haben wir Kaffernbüffel. Auch sehr cooles, interessantes Gehege mit dem Wasser hier. Wasserverlauf. Und sind dann nochmal Unterstände. Ich glaube, das sind aber fertige aus Planet Zoo. Wobei, was ist das denn hier? Ich glaube, das ist vielleicht doch selber gebaut. Wie das flackert. Ah, hier können die Leute, glaube ich, hin.
Aber der ganze Zoo ist sehr ebenerdig, glaube ich. Das werden wir gleich von oben sehen. Kommt zumindest so für mich rüber. Oh, was? Löwen und Spießböcke gemischt? What? Okay. Interessante Mischung. Gut, dass man bei Sandbox ausstellen kann, dass die aggressiv sind, sonst wird es hier bald keine Spießböcke mehr geben. Aber coole Unterstände hier. Passen die denn da rein? Sieht so klein aus, aber sieht sehr cool aus. Da oben können die auch nochmal rauf. Ah, nice. Ich kann es leider gerade nicht zeigen. Da können die auch nochmal rein. Die kommen da leider gerade nicht hoch. Oh, die sieht interessant aus hier, diese ganzen Felsformationen. Hast du schon mal wieder ein bisschen angefangen, mit Felsen einzubauen? Das sieht doch viel besser aus als so eine Barriere, oder? Auch wenn das hier jetzt noch nicht ideal ist. Man hätte es natürlich noch höher ziehen können und so. Ein bisschen interessanter gestalten können. Aber ich finde es viel besser als so eine Standardbarriere. So, hier geht es nochmal rein. Das sieht leider auch noch ein bisschen unfertig aus. Vielleicht hättest du ja. Und dann hier hingucken. Eine riesige Mauer. Vielleicht noch ein paar Bänke oder so. Ganz cool gewesen. Aber der Ausblick ist natürlich schön, ne? Die Kaffern. Oh. Das ist nicht so ideal. Hier kann man nur so ein bisschen was sehen. Wäre cool gewesen, hättest du hier das Holz gegen Glas oder so ausgetauscht oder allgemein hier freigelassen, damit man. Du hättest auch einfach dieses Haus hier direkt an dieses ranbauen können. Hätte man sozusagen hier das Glas sogar weglassen können und hätte direkt auf die Tiere gucken können, ohne das, was dazwischen ist. Das hätte ich cool gefunden. So, ja, große Barrieren. Schwierig, ne? Aber hier ist, glaube ich, allgemein noch sehr unfertig. Da geht es nochmal rum. Da oben waren wir schon drin, da haben wir durchgeguckt. Aber es gab doch irgendwo noch eine Abzweigung gerade, oder bin ich jetzt verwirrt? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Dann gehen wir nochmal zurück. Ich habe keine Ahnung, wir gucken von oben. Wir gucken von oben. Oh, wie süß das hier ausgeschmückt ist. Das macht schon viel her, ne? Dass hier noch so gestaltet ist. Hast du auch sehr gut gelöst. Einfach nur so einen kleinen Bereich. Das reicht ja auch für die Leute. Cool. Sehr coole Idee. So, das ist hier der Hauptbereich mit den Schildkröten. Mit 350 Schildkröten im Gehege. Dann geht's ab hier in diese Richtung. Hier geht's nach Europa. Das war hier das Flamingo-Gehege. Hinten wieder sehr schöne Deko. Hier waren dann, glaube ich, die Wölfe. Ja, hier waren die Wölfe. Aber sehr ebenerdig, ne? Ja, guck mal. Mir auch aufgefallen, gerade beim Besichtigen. Der ganze Zoo ist ebenerdig. Hat man aber auch gemerkt. Was ist denn hier? Haben wir das gesehen? Waren wir hier? Ja, doch, hier waren wir, ne? Meine schon. Ja, doch, hier sind wir über die Brücke gegangen. Also ist alles ebenerdig. Ist natürlich immer schöner, wenn man ein bisschen Höhenunterschiede hat. Wenn man so ebenerdig baut, wie du es hier gemacht hast. Dann kann ich immer nur empfehlen, ja, das sehr gut auszuschmücken und zu verstecken und sehr viel Variation reinzubringen, damit es trotzdem interessant wirkt. Ich habe auch schon einige Zoos gehabt, die sehr ebenerdig waren, aber halt, die das super gut ausgeschmückt und gestaltet haben, dass es gar nicht aufgefallen ist, dass alles ebenerdig ist. Und hier ist Afrika. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier alles gesehen habe. Und hier geht es natürlich ein bisschen runter mal in den Gehegen. Aber ich meine natürlich mit ebenerdig so die Grundfläche. Also die Laufwege und so sind alle. Eigentlich auf der gleichen Ebene. Außer hier so ein paar Dinger, die nach oben gehen, ne? Denkt mir, wisst, was ich meine. Mit ebenerdig, ne? So, hier sind die Faun. Nicht Faun, Strauße. Oh Gott, der kann da hoch? Der macht richtig Kletter-Experience. Irgendwie Angst, dass ich was übersehen habe hier. Hast du hier gesehen? Ja, das sieht ja wirklich schön aus mit den Felsen und so und der Bepflanzung. Kaffernbüffel waren das, genau. Hier hätten wir die Löwen. Könnt ihr nur mal hier die Felsformation sehen? Ganz cool aus. So, war das hier? Oh, die haben wir nicht gesehen. Hier sind Giraffen. Hier ist auch nochmal so eine eigene Barriere gebaut. Ziemlich cool. Giraffen, Zebras, Antilopen. Oh, nicht schlecht. Ein sehr großes Gehege. Schöner Wasserverlauf hier.
Ja, wirklich interessant. Hier geht so ein richtiger Fluss durch. Hast du auch schön mit Felsen und Pflanzen gelöst. Hier sind dann riesige Unterstände. Hier können die Giraffen aber gar nicht rein, oder? Die armen Giraffen, die müssen draußen schlafen. Oder passen die da durch? Durch den kleinen Eingang? Ich glaube nicht. So. Überfliegt das jetzt nur mal eben, Leute. Aber das ist okay. Was ist das denn hier? Die Säule. Das hatten wir aber gesehen mit Wildschwein. Oh, hier ist ein schöner Wasserfallansatz. Hier fehlt natürlich noch ein bisschen Klippenausarbeitung, aber es sieht schon sehr gut aus. Geht in eine sehr interessante Richtung. Hier ist auch so ein Gehege zaubern. Sowas hat mir auch so mal ein bisschen gefehlt in den Gehegen. So ein schöner Berg im Hintergrund oder so. Sowas ist immer nice. Finde ich toll, dass du hier dich mal ein bisschen ausprobiert hast. Hier geht es in den angefangenen Indienbereich, so wie es aussieht. Auch cooler Eingangsbereich. Das sieht aber interessant aus. Schade, dass du kein Update mehr eingereicht hast. Sehr schön aus hier mit dem Wasser und dem Indien-Sound. Der Gestaltung hier. Gefällt mir. Ja, ich hätte man hier sogar schon ein Krokodilgehege oder so draus machen können. Man muss nicht. Also sieht auch schon so sehr schön aus. Vielleicht noch ein Springbrunnen oder sowas rein. Das sieht schon mega nice aus. Schade, dass du es nicht weitergebaut hast. Ich hätte besonders der Jurassic World und Parkbereich interessiert. An sich eine coole Idee hier mit so Ecken zu bauen, aber zum Reingucken ist das natürlich nicht so praktisch, ne? Also da ist es auf jeden Fall praktischer, direkt hier am Weg entlang zu bauen. Aber ist mal was anderes. Hier ist sogar schon das erste Tierchen drin. Das Erdferkelchen. Okay. Und was haben wir hier? Wow. Einen riesigen Tempel. Auch wieder super schön aus, ne? Gibt es ein paar Essensläden. Hier diese kleinen Scharten, wo so, nennt man das Scharten? Kleine Abstellräume, wo Blumen drin wachsen. Ne, finde ich aber toll hier mit dem Wasser und dann der Bepflanzung hier. Das sieht schon cool aus. Was ist Indoor sowieso immer sehr schön. Gut, das hier sieht nicht. Also jetzt musstest du noch irgendwie so einen Balken hin und her machen. Das sieht irgendwie komisch aus, wenn da so diese Zacken runtergucken, so ein bisschen, oder? Also zumindest hier auf dieser Höhe hättest du einen Balken machen müssen, noch so einen Querbalken. Aber es ist ja auch noch unfertig, ne? Ich will jetzt hier gar nicht bemängeln. Hast ja gesagt, dass der noch weitergebaut werden soll. Das sieht interessant aus. Das ist ein sehr schönes Gehege von den Höhenunterschieden. Hier geht es nach unten, dann geht es hier hinten nach oben. Da oben ist dann so ein schöner Palast, wo die Hippos rein können. Das finde ich cool. Hier hast du sehr schön mit Höhenunterschieden gearbeitet. Mal ein schöner Berg im Hintergrund. Sehr schönes Gehege. Auch noch nicht ganz fertig. Und hier die Barrieren außenrum natürlich noch nicht. Aber hier hast du auch schon angefangen, die auszuschmücken. Geht in eine sehr gute Richtung. Was haben wir hier? Das sieht auch interessant aus. Hier haben wir Bären. Isabellbären? Grizzlybären? Grizzlybären. Ich weiß gar nicht, ob das so die indischen Tiere sind, die du hier reingepackt hast. Da hättest du hier eher so indische Elefanten oder so reinpacken sollen. Damit es besser passt. Sieht aber auch sehr cool aus, auch wenn es sehr ebenerdig ist. Schöne Gestaltung mit den Bäumen, den Felsen, dem Wasser. Der linken Seite, was haben wir hier? Wo siehst du das? Ach, Flachlandgorilla haben wir hier. Auch cool. So, hier kann man dann reingehen und auch nochmal gucken, links und rechts. Auch wieder diese erhöhten Glasscheiben. Okay, ich glaube, das war's. Schade, schade, dass du nicht weitergebaut hast. Du planst sehr groß, also ich glaube, daraus wird nichts. Habe ich ja schon häufig gesagt. Baut lieber dann einen Bereich, sowas wie hier. So einen kleinen Zoo und den dann ein bisschen mehr ausschmücken und ausgestalten. Das reicht völlig aus, wenn ihr euch dann richtig austobt, als dass ihr irgendwie 50 verschiedene Tierarten im Zoo habt. Das ist wirklich nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass ihr interessante Sachen baut und nicht viele Tiere in eurem Zoo unterbringt. Also finde ich zumindest nicht so wichtig. Die Tiere in Planet Zoo habe ich jetzt schon genug gesehen. Die beeindrucken mich eh nicht mehr. Mich beeindrucken dann eher so richtig spannende Sachen. Das gefällt mir schon echt gut hier, der Eingangsbereich mit dem Wasser. Ich glaube, ich muss gleich Jurassic World spielen. Zwingst mich ja quasi dazu. So. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Ist hier noch irgendwas Interessantes, was Beleuchtung angeht? Das ist auf jeden Fall sehr gut beleuchtet. Der Spielplatz ist auch sogar beleuchtet. Aber ich sehe jetzt auch kein Highlight, was mega angestrahlt ist.
Manchmal hat man ja so richtig, gerade solche Sachen kann man immer sehr gut mit Scheinwerfern anstrahlen, so Eingangsbereiche. Jetzt auch vielleicht noch so einen Scheinwerfer drauf machen können. Sieht schon echt cool aus, wenn so innen drin auch Lampen sind. Ansonsten ist es, glaube ich, noch sehr dunkel. Okay, das war der Wild Park von Wild Hunter. Mal kurz hier wieder Tag. Dann flyen wir nochmal hier hinein. So, das war der Wild Park von Wild Hunter. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, wie ihr den Zoo oder Park gefunden habt von Wild Hunter oder findet. In der Videobeschreibung wird er wahrscheinlich nicht zu finden sein, weil Wild Hunt hat leider nichts dazu geschrieben, ob ich den hochladen darf oder nicht. Kannst du gerne noch nachträglich tun. Vielleicht denke ich dann daran, den auch hochzuladen. Falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen auch dazu alle Infos. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.